Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Green Helm im Voucher und unserem Nationables. Hier gehen 7 Uhr. Gestern sind wir frühzeitig los, so dass es heute direkt zur Anaconda-Insel gehen kann. Unser Ziel ist da eben, die Legenden aufzudecken und eventuell auch das Rätsel zu lösen. Dass wir mal ein Rätsel haben, bevor wir uns dann auf die neuen Map-Abschnitte wagen. Jetzt will ich gerade mal kurz gucken. Dosen wären hier noch da, aber die würde ich auf dem Rückweg eher mitnehmen. Dip, dip, die, dip, die. Ja, die Chips nimmst du noch mit. Hast du noch genug? Jo, 48. Also, pass auf, dann schauen wir doch mal eben. Wir kommen darüber, indem wir den Durchgang hier benutzen, richtig? Ich nehme jetzt mal an. Das heißt, wir müssen zum Quadrat 3125 von unserem Standort aus nach Südwesten. Also gut. Südwesten. Huch, ja. Bam, bam. Hör, ich will nach Südwesten, lass mich durch. Südwesten. So, du nimmst deinen Speer in die Hand, sehr gut. Und dann versuchen wir heute schon mal eine Runde zu machen, ohne zu gucken, wo die Legenden liegen. Vielleicht finden wir ja auch schon alle. Ein paar haben wir nämlich schon eingesackt. Und wir waren ja auf der Insel noch nicht viel unterwegs. Wir könnten allerdings auch... Ja, die siehst du nie, das weiß ich schon. Das weiß ich schon, aber die habe ich gesehen. Wenn ich direkt vom Ding runter esse, ist das immer random, wann du so eine Verstimmung kriegst am Magen? Oder ist es so, wenn es direkt runter ist, dass es nichts macht? So, jetzt laufe ich mal eine Weile. Vielleicht erkenne ich es ja auch wieder. Dumm die dumm. Wir sind wieder unterwegs. Jawohl, ja. So, und dann freue ich mich natürlich auch auf die neuen Map-Abschnitte. Die kommen ja dann als nächstes dran. Und zwei Amulette hatten wir noch offen, gell? Vielleicht sollst du mal wieder auf den Kompass gucken. Wobei ich schon das Gefühl habe, dass wir auf dem richtigen Weg sind, ne? Willst du die mitnehmen? Eine kannst du noch. So, pass auf. Wir sind jetzt... hier. Bei 3124. 3124. Hier sind wir. Das heißt, jetzt geht es einfach nur mal ein bisschen südlich. Und leicht westlich nur noch. Aber hauptsächlich südlich. Ich weiß zum Beispiel gar nicht, ob wir hier schon alle... ob wir hier schon alle Banditen haben. Banditen sage ich schon. Krieger. Kriegerstämme. Aber es war doch hier irgendwo, gell? Ich glaube, hier ist der Durchgang. Jupp. Perfekt. Perfekt. Du bist ziemlich zügig durchgekommen. Gut, wenn wir jetzt mal auf die Ingame-Uhr schauen, ist bestimmt schon 9, oder? Aber die Zeit rennt ja hier auch schneller. Lass mich trotzdem gucken, ich will es wissen. Ja, 8:30. 8:30 ist doch super. Ob hier auch noch irgendwo was ist? Perfekt. Jetzt sind wir drüben auf unserem Map-Abschnitt. Das gehen wir aber gleich nochmal rein zur Orientierung. Wir sind jetzt hier. Und da könnten wir jetzt erstmal vielleicht linker Hand entlang gehen. Ich glaube, da waren wir noch nicht so unterwegs. Ne? Und da gucken wir jetzt auch mal ein bisschen rum. Weil hier hatten wir doch tatsächlich, auf dem Pfad haben wir noch nicht viel. Doch, da sind direkt welche. Ich muss doch hier gucken. Hier, ich nehme an, dass wir hier noch Legenden finden ohne Ende. Wir haben ja noch nicht viele aufgedeckt. Und bis jetzt hatte ich immer das Gefühl, dass man am Rand dann doch die ein oder andere Legende schnell finden konnte. Und die Werte stimmen im Moment auch noch. Wobei der Trampelpfad mich natürlich auch animiert, hier nochmal reinzulinsen. Ja, wie gesagt, wir gucken jetzt einfach mal rum. Ich würde sagen, so einen halben Kreis ziehen wir. Dann gehen wir mal auf die Insel kurz ein bisschen Zeugs auslegen oder auslagern. Ja, nimm sie mal mit. Perfekt. Jetzt darfst du aber nicht mehr viel einsammeln. Ne? Die Nüsschen können wir ja. Okay, hier geht's dann nicht weiter. Eine Höhle oder so habe ich hier auch keine gefunden. Dann würde ich sagen, gehen wir zurück, unten lang. So, immer schön auf die Gegend auch ein bisschen achten. Dup, dup, dup. So, da hinten ist dann die Insel. Dann gehen wir mal jetzt hier lang. Aha.
kann dir nicht sagen, ob es uns was bringt, aber mach's mal kaputt. Und wenn es nur ist, dass die Jungs sehen, dass du da bist. Wie ist denn eigentlich deine Rüstung die Tage? 100er? 83er? 100er? Jo! Es geht. Wollte ich schon sagen, ist ziemlich gut. Natürlich ist es nur eine Knochenrüstung, ne? Murmlerrüstung bauen wir ja keine, weil wir keine Murmeltiere töten in diesem Spielstand. Und Eisen haben wir bis jetzt ja noch nichts geschmolzen. Kann natürlich auch sein, du rennst jetzt hier schnurstracks an welchen vorbei. Den lass liegen, sonst wirst du schwer. Ein bisschen sieht der so danach aus. Der Stein, als ob ich den untersuchen soll. Pilze, Murmler. Gerade habe ich von dir gesprochen, Mummi. Mürmelchen! Weil wir gehen mal weiter da oben lang. Vielleicht kommen wir ja auch nochmal auf ein Dorf oder so. Wird dir auch Punkte bringen. Oh, scheiße, bin ich reingelaufen in die jetzt. Boah, und was für eine große. Scheiße. Das tut mir leid, nämlich. Jetzt müssen wir gleich zur Insel, glaube ich. Ja? Dreckig bis sau wie ein Tier. Wo hatten die mich jetzt erwischt? Hier. Das ist natürlich nicht ideal. Wo ist das? Ich weiß nicht, wo es ist, aber ich hau hier ab. Volle Granate. Oben sinkt der erste, weißt du? Und da drüben läuft gerade einer auf die Insel. Ist nicht so witzig. Ja, es tut mir leid, ich muss jetzt erstmal rüber auf die Insel. Mit dir ein Stück. Pass nur auf, da hat es noch mehr von denen. Ah, ich habe die Spinne irgendwie bei der... seitlich von mir gedeutet, ne? Schaffe ich das rüber? Hab das auch gehört? Das hat er nochmal gefaucht gerade, ne? Ich laufe jetzt da hinten schnurstracks schnell rum. Da ist es, ich hab's gesehen. Lass ihn hinter dir. Ich muss dich erst wieder aufbauen jetzt. Geht's denn hier rüber, verdammt? Gestern habe ich noch vom Krokodilfleisch geträumt. Das war nix. Du weißt, dass die im Wasser schneller sind? Wir gehen dann nur wieder. Jetzt komm, jetzt schwimm mal rüber. Wird jetzt nicht noch ein Piranha dazukommen, oder? Scheiße. Ich hoffe, die sind jetzt nicht mehr auf der Insel, die zwei. Ach, shit, ja, das habe ich vergessen. Das konnte ich mir schon mal geben. Wir haben hier nichts zurücklassen, Brauchbares, gell? Nee, muss ja Feuerle aufbauen und dann eine Knochensuppe. Fieberles. Naja, aber jetzt sind wir schon mal da. Jetzt sind wir schon mal da. Das gibt's, ist jetzt auch nicht so verkehrt. Genau, du bist schon im Buch drin. Sobald ich was habe, ist bei mir vorbei. Brauchen wir Sticks. Energie ist halt ziemlich übel, ne? Die kannst du dann gleich rausholen. Ist alles nicht so das Problem. Dreckige Hände haben wir noch. So weiter.
Der ist jetzt nicht mehr da, der Typi, ne? Du musst aber damit rechnen, dass der jeden Moment kommt. Penn mal, bevor du dir jetzt noch einen Wurm holst. Ach, der arme Kerl. Aber jetzt hast du Fieber dann auch gleich weg. Du machst jetzt einfach, schlafst du bis Fieber weg ist, so fertig. Denkst du daran, dass die dann gleich jetzt kommen, ne? Wenn du das Feuer anmachst hier. So, jetzt brauchst du ja noch zwei Sticks. Kriegen wir jetzt auch noch irgendwo her. Und dann musst du dich noch kurz sauber machen. Stick 1. Ja, nimm ruhig mit. So, nicht trinken, Digga. Jetzt, sobald ich was hab, bin ich super angespannt in dem Spiel. Weil es halt auch ruckzuck vorbei sein kann, immer gleich, ne? Die Knochen holst du dann gleich. Wo haben wir hier noch Sticks? Da liegt noch einer. Und da liegt noch einer. Nimm. So. Dann gucken wir mal, dass wir uns gleich was zum Essen machen. Und dann passt es wieder. Tja, wo rennen wir hier? Wo wollen wir hier rumrennen, weißt du? Nach den Dingern schauen. So. Letzte Tour. Hier kriegst du dann noch Kohle, wenn du brauchst. Da liegt noch jede Menge Zeug. So, da kommen da übrigens gerade dein Freund und Helfer. Glaube ich. Nimm mal mit. Ich weiß nicht, ob deine nicht schon... Wo lass er hängen? Du kannst ja nachher. Ein Hammer. Manchmal sind es zwei. Ich nehme an, wenn es Feuer anmacht, sind es noch mehr. Du kriegst gleich. Guck mal hier. Okay, komm. Ich würde sagen, wir machen gemütlich. Dass ich jetzt hier nichts über... Lass den Frosch, den brauchst du jetzt nicht auch noch. Da liegt die schwere Steinaxt. So, einmal. Das Risiko gehen wir jetzt natürlich ein, ist klar. Energie müsste reichen. Ab dafür. Perfekt. Verbrannte Apfelschneck. Ja, gleich. Gekochtes Tapirfleisch. Es sieht aber noch aus, als wäre es gut. Ja. Essen wir mal satt. So, Diggerle. Okay, lass deine Werte sehen. Perfekt, es fehlt im Wasser hauptsächlich. Durchs Fieber. Dann trink doch das jetzt hier schon mal. Perfekt. Ich würde sagen, wir haben uns gefangen, oder? Die Spinne, ich sag's dir, das kleinste Viech noch mit. So. Ja, nimm die auch mal auf. Braucht noch ein bisschen. Ja, ich mache jetzt hier nicht rum. Wir gucken mal ganz kurz, wo wir sind. Bezüglich Legenden. War hier... Hier war die... Die war zugehörig zum alten Abteil, glaube ich, gell? Hä, wir müssen hier irgendwo rumschauen. Die müssen ja hier irgendwo sein. Eine haben wir hier, eine haben wir hier. Reingekommen sind wir hier. Also kann auch da oben noch welches sein und unten rum. Ich würde halt jetzt unten rum tatsächlich nachher mal gucken, gell? Und alles, was wir heute nicht finden, decke ich dann mehr oder weniger auf, sodass wir sie morgen gezielt einsammeln können. Dann haben wir da auf jeden Fall was erreicht. So, Katzifleisch. Perfekt. Was ich gern machen würde fürs nächste Mal, das passiert mir nämlich bestimmt nochmal. Man kann ja nicht immer auf alles achten. Nimm dir mal zwei Kokosschalen. Ja, genau. Also... Einmal, zweimal. So, jetzt entspannen wir uns wieder.
So. Und zweimal Knochensuppe. Und dann gönnen wir uns ihmchen hier, ne? Wo ist denn der jetzt hin? Da. So, was auf den Stein lasse ich hier. Kohle brauchen wir auch nicht noch mehr. Da räume ich jetzt mal kurz ein bisschen auf. Zerstören. Zerstören. Hat er den anderen mit zerstört jetzt, Shitty? So, genau, habe ich mir das vorgestellt. Achso, das haben wir doch schon mal probiert. Wieso geht denn das nicht, dass ich mal noch so bin? Verstehst du? Okay, wie viel Uhr haben wir? 17.53 Uhr. Jetzt werde ich halt hier ein bisschen ausharren, würde ich sagen. Damit wir dann an einem neuen Tag losziehen können. Wisst ihr jetzt nicht, wo wir hier kurz hinspurteln, weißt du, mit Krokodilen und alles. Kann man die eigentlich auch sammeln? Krieg ich da Knochen raus? Wie viele? Ah, Knochennadeln gibt es da. Gut, die brauche ich jetzt nicht. Erinnert mich irgendwie ans Teil vom Bömpler gerade. Mache ich einen kleinen Schnitt hier, hole ich gleich rein, morgen früh so gegen 6. Weil wenn ich jetzt penne, ne, muss ich gleich wieder die Werte aufbauen und so weiter. Machen wir so. Sehen wir uns gleich wieder. Einen schönen guten Morgen. Wir sind wieder hier. Die Werte habe ich soweit aufgebaut heute Nacht. Ein Schluck zum Trinken wäre nicht schlecht. Leer, leer, leer. Dann trinkt man am besten Süpple, oder? Gut, dass die nicht umfallen. So können wir speichern. So können wir speichern. Wir speichern unten. Und jetzt gucken wir mal. Ich würde am liebsten gerade schon wieder hier bleiben. Mich nicht wegbewegen. Wie viele Pfeile hast du noch? 15, die reichen. Da hinten, wo das Wasser zufließt, ne, da ist ja der Fluss. Vielleicht sollte man da gucken. Bin mir aber auch nicht ganz sicher. Jetzt gehen wir einfach mal los. Stehen wir jetzt noch die restliche Folge ein bisschen rum, hier und da. Schauen, dass wir uns von nichts erwischen lassen im Idealfall. Weil auf der Insel, glaube ich, dürfte keins mehr sein. Da sollte man eigentlich soweit alles haben. Da drüben würde ein Totem stehen. Ich habe nur keine Knochen mehr, gell? Guck mal, ob hier noch Knochen rumliegen. Dann müssen wir uns irgendwas jagen. Beziehungsweise, aber den habe ich jetzt, der ist despawned schon, oder? Der wird ja Knochen bringen. Komm her, ich hole mir bei dem Knochen. Ich würde jetzt dann aber hier, was lassen wir denn hier? Nö, es geht vom Ding her. Holen wir uns die Knochen vom Kollegchen, wenn er noch da liegt. Pfeil kann ich auch einstecken, sehe ich gerade rechts. Einmal bewegt, schon haben wir wieder irgendwas. So, tu mir einen Gefallen. Check mal kurz deinen Speer. 83. 96. Nimm den mal mit, falls ich mal wieder einen schmeiß. Und hau das hier raus. Und die Knochen nimmst du mit, so wie man es vorgestellt. Und den Pfeil noch. Und die Bananen. Und wasch dich. Ich würde sagen, wir waschen das Blut ab, oder? Nicht, dass das auch nochmal einen Effekt hat. Wo sind die? Gut. So, Leute. Irgendwie ist komisch, also bei unseren Dörflern auf unserer Heimatinsel, wo wir jetzt gebaut haben, da fühle ich mich sicher. Hier komplett unsicher. Perfekt. Hallo Schildi. So, also Krokodile gibt's. Und unsere Kollegen. So, mal, wenn wir jetzt hier einfach mal geradeaus weiterlaufen, dann kommen wir ja da raus und das. Ne, wir laufen in die Richtung. Wenn's Krokodil ist, du suchst es. Eine Legende, wenn ich heute finden würde, wäre ich ja schon glücklich. Ja, nimm mit. Ich höre das Krokodil. Ich habe es nur nicht gesehen. Da unten läuft's.
Da sieht es doch aus, als ob wir noch was finden, was wir noch nicht gesehen haben. Einsam tue ich jetzt mal im Moment nichts, ne? Solange bei uns alles gut ist. Sag mal, war nicht hier auch oben von denen irgendwo. Hier sieht's gut aus, nach einer Stelle. Da ist was. Boah, Gott sei Dank komme ich von hier ran. The tribe resisted the rule of the monster and took up a fight. Ist das Wasser? Da würde ich ja jetzt mal reinspringen, glaube ich, oder? Lass mal kurz in die Legende reingucken. Nochmal. Wo ist der? Gehen wir jetzt gleich rein. Da ist bestimmt irgendwo was unten. Da müssen wir bestimmt nämlich noch rein. Geh mal auf deinen Speer. Du bist doch gar nicht so schlecht mit dem Speer. Der Lizard. Frag mich gerade. Wie wir da runterkommen wollen, ohne dass ich mir weh mache. Da liegt nämlich ein Knochen da unten. Okay, sehr interessant. Da bin ich auch mal gespannt. Pass auf. Wenn er voll ist, wird er zum Dorf kommen. Der Glücksfisch. Der Affenwächter. Er ging wie ein Mensch, hatte den Körper eines Jaguars. Wer sie findet, erlangt die Kraft eines Jaguars. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir jetzt was gefunden haben, was wir die ganze Zeit noch nicht auf dem Schirm hatten. Was geht denn da unten mit den Skeletten? Ist da was rausgemalt? Ne. Er muss ja irgendwo reingehen. Gehen wir auf die andere Seite und gucken. Da liegt auch ein Knochen. Aber das ist ein normaler Tierkadaver. Hier muss jetzt irgendwo reingehen, denke ich mal, oder? Wenn nicht, springe ich da jetzt rein. Das ist es nicht, ne? Da muss ich vielleicht ganz runter. Hier unten drunter dürfte es sein. Die Legende haben wir geholt. Auf geht's zum Fluss. Denk aber an die Gruppe. Nicht so, nämlich. Sorry. Ich habe vergessen, dass du nicht der geilste Springer bist. Sehe ich irgendwo? Hier. Nee, da geht's nicht rein. Okay, das ist nicht gedacht. War das jetzt gerannt kurz? Da geht's rein, Leute.
Denk an Skorpione. Und nimm schon mal deinen Bogen. Da vorne ist schon der erste Skorpion. Hä? Okay, da ist der nächste Skorpion, mein lieber Mann. Irgendwo da. Ne, den hast du ja nicht erwischt. Hä? Da hast du gar nicht hingeschmissen, gell? Ich habe den nächsten gehört. Lass den Pfeil drin. Alles gut. Hier wieder Knochen, guck mal. Überall hängen hier so Skelette rum. Vielleicht gehören die ja zu einem Rätsel schon oder so. Boden ab. Vielleicht könnt ihr die zu einem Rätsel. Hinten liegt auch nochmal eins. Denkt dran, hier könnten sie wieder sein. Okay, das klingt schon mal auf jeden Fall spannend. Das Sound aber geschwind aufgehört hier. Mich gar nicht an die Höhle. Da hinten, das für eine Haufen hier. Es gab es auch zum Graben was im Spiel? Jo, guck mal. Cool. Weiter. Eine Legende haben wir ja gefunden, eine, ne? Ja, dann guck mal morgen, dass wir die Legenden hier eingesammelt kriegen. Dann schaue ich ein bisschen, in welcher Richtung wir uns da orientieren müssen. Bleiben wir mal noch kurz. Da liegt auch wieder eins. Nach was greift der? Ey, ist das ein Riesending? Oder bin ich jetzt im Kreis gelaufen, gell? Ich bin schon wieder auf dem Rückweg, mehr oder weniger. Und hier ist fertig. Okay. Sehr spannend. Dürfen wir gespannt sein. Irgendwas klebt an dem dran. Okay. 32, 23. 32, 23, jetzt sind wir da irgendwo. Drei Höhleneingänge sind's. Spektakulär. Bietet sich an, hier mal kurz hochzugehen, oder? Aber ich glaube, da waren wir vorhin. Ja. Da oben sind wir auf jeden Fall rumgestiert. Also ich nehme an, dass wir da vielleicht sogar nochmal tauchen müssen. Aber das sehen wir dann morgen. Jetzt schauen wir mal, dass wir zurückkommen zu unserer Inselpinsel. Dass wir heute den Ausflug ist das meiner von vorhin? Habe ich das Totem zerstört, glaube ich. Ja. Jetzt gucken wir mal, dass wir heil heimkommen. Sehr, sehr spannend. Und bis jetzt hat uns noch keine Anaconda aufgeknüpft. Eine 10 Meter lange.
Hier musst du dann wieder mit Krokodilen auch rechnen, ne? Ja, nimm dir ruhig eine mit. Zweifel ich sogar. Okay, also morgen sammeln wir ein, was es hier noch gibt. Entweder ist dann damit eine Legende wieder aufgedeckt und das Rätsel frei. Oder wir müssen den anderen Map-Abschnitten dann weiter suchen. So, wenn ich hier lang gehe, da vorne ist Krokodil. Ich gehe dann mal da drüben lang. Wobei es da natürlich auch sein kann. Hast du gerade gegrunzt? Dann ist alles gut. Nee, darf's ruhig. Grunz nur. Hab nichts dagegen. Krokodil macht ja einen One-Hit, ne? Wenn es dich erwischt. So. Okay, sehr, sehr spannend. Sind sie wieder da? Nee. Dann kruschle ich jetzt hier ein bisschen Stöcke zusammen, baue das Feuer wieder auf, dann hole ich euch morgen rein, dann geht's hier weiter. Aber ihr bleibt ja kurz noch mit dran, fertig. Dass dann nochmal ein Angriff startet jetzt hier. So. Also der Höhlenabschnitt gerade, der ist sehr spannend. Bin gespannt. Ja, komm, ich baue das Feuerle auf. Das haben wir jetzt ja schon 10.000 Mal gemacht, die letzten zwei Folgen. Ich bin da aber nachlässig, was das Nachlegen von Kohle oder Sticks angeht. Hier haben wir noch einen Knochen, da können wir jetzt noch Knochensüpple machen, alles gut. Also wir werden morgen mit guten Werten ganz gezielt die Dinger einsammeln. Den nimmst du auch wieder mit. Und Bämsle. Perfekt. Schöne kleine Runde, wir sind angekommen. Ich bin gespannt, ob wir morgen eine Legende zum Rätseln bekommen. Das da hinten ist ein sehr interessantes Eckwesen, finde ich. Ich nehme an, dass wir hier unten rum morgen unterwegs sein werden. Schauen wir mal. Würde mich jedenfalls freuen, wenn das morgen weitergeht. Bezüglich... Ja, ich bin hier auf dem Abschnitt bin ich irgendwie hellhöriger wieder heim, ne? Wird schon recht sein, dass wir nicht sterben ständig. Also bis dann.